Recht herzlich willkommen zur 116. Folge von Grand Age Medieval. Ja, wir letztes Mal dran, hier die Karren neu zu verteilen. Ich glaube, hier waren 8 Stück noch drin. Ja, genau so ist es. Und da warten wir dann auf den, der da kommen mag, um dann hier auszubessern. Ja, der ist es. Und der hat auch nur 200. Das passt, wenn er da gleich kommt. Dann kann er den kriegen. Da oben kriege ich da jetzt lang. Einmal bitte hierher. Und zack. Und dann hat er die 8 Wagen. Und hier ist leer. Passt. So, dann ist das auch geklärt. Wir hatten hier drüben noch 3, ne, oder? Ja, die müssen wir aber irgendwie... ja, bewegt kriegen in dem Sinne, dass die nach da oben irgendwie kommen oder sowas, aber das war natürlich jetzt auch gerade der wieder, der die hätte mitnehmen können, ne? Hier, kann man die zwischenlagern? Kann man wahrscheinlich gar nicht. Dieser Händler kriegt die dann sowieso nie, oder? Hier sind noch ein paar Truppen. Sicher. Ja, geht ihr mal hier hin. Ich habe da unten irgendwo zwar welche dafür gemacht, aber naja, das ist dann erledigt. Müssen wir mal gucken, hier ist nichts mehr. Hier sind auch keine, sind nur diese 3 da oben. Müssen wir nur noch checken, wer die kriegt, ne? Die Truppen laufen da jetzt erstmal runter und kämpfen da unten hoffentlich. Aber jetzt ist da noch eine. 2 Einheiten, die sind jetzt nicht gelaufen, oder was? Moralverlust, alles klar. Wir haben noch 138 Taler hier, das ist schon komisch. So, und dann machen wir jetzt aber den kaputt, ne? Nö, brauchen wir nicht. Weil die da wahrscheinlich zugucken, wie er da kaputt geht, ne? Ist gebongt. Hä? Passiert hier nichts? Ist gebongt. Truppen finden sie im Kampf, genau, aber... ich verstehe es jetzt nicht. Wieso haben wir nur 9 und er hat... oder waren die nicht... oh, könnte natürlich auch sein, dass sie nicht genug da waren, ne? Vielleicht waren das nur Resttruppen. Nee, das ist... 15. 20, 11 und 20. Ja, irgendwas passt da nicht. Ich glaube, hier haben wir noch welche gemacht, ne? Müssen wir die da noch zuziehen. Wenn sie denn da hingehen, das ist die nächste Frage. Läuft gerade irgendwie ganz schlecht. Aha, jetzt geht was. Jetzt haben wir mal gerade die Überhand genommen, ne? Schon siehe da, funktioniert auch was. Sind die anderen Spießgesellen noch? Die haben wir jetzt da auch angegriffen. Versteht jetzt keiner, warum das hier so läuft, ne? Ach, da kommen wir mehr von denen. Hä? Das ist aber jetzt easy going hier, oder was? Rückzug! Jetzt mal hier hin. Nicht. Ist das ein Händler oder was? Ja. Nicht bald mal hier mal die Überhand, aber da kommen schon wieder neue Truppen, also sieht das gleich wieder ganz schlecht hier aus. Das ist schon komisch hier, oder? Warum passiert das da so? Haben die keine Moral und hauen ab, oder was? Verstehe, wer es will, ne? Die bleiben jetzt erstmal hier stehen, zusammen. Kann man die irgendwie verbinden? Nein. Da war gerade einer, oder? Kommen da welche? Oder was war das hier? Da sind welche.
Im Galopp! Zack, angreifen. Wir reiten! Ja, toll, ne? Aufgesessen! Dann wieder hier hin. Die kommen schon wieder. Und dann hören wir das ja, wenn die dann angreifen, ne? Jetzt auch nicht, der ist wieder... Nein, diesmal haben wir einen. Ach, Mann, ey. So, jetzt kriegt er 3 dazu. Gut, dann sind die auch gut aufgehoben, ne? Und jetzt ist er weg. Jetzt läuft er da lang. Der hat jetzt 18 Karren sind das jetzt insgesamt, oder so ähnlich, ne? Hier ist nix. Da ist nix. Da ist nix. Da sind noch 4 Wagen. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir da auch noch wen bestücken, der daherkommt. Okay. Hört sich so ein bisschen so an, als ob wir zusehen müssten, dass wir hier noch ein paar ausheben. Ja. Eine Truppe auf jeden Fall dabei noch. Zur Verstärkung des Ganzen, ne? Da sind keine. Da auch nicht. Jetzt mehr gibt's keine Wagen und hier in, weiß ich wie es heißt, gibt's auch keine Wagen. Da gibt's noch 4 Wagen, da kommt aber gerade kein Händler hin. Oder dieser da. Der ist dann auf dem besten Weg. Okay, der hat dann 1,5. Ja. Und was mit dem da? Oh, nee, dann kriegt der die. Der hat nur 600. Oder hat er 1000? Das ist besser. Gut, okay. Ja, der läuft da lang. Der war sowieso geschwächt hier, ne? Wegen da. Truppe ist noch nicht fertig. Wie sind das? 2, 4, 5. Wir müssen noch 2 Einheiten stehen. Da ist jetzt noch eine rausgekommen. Ah, da sind noch 3. Ne, 2. Vielleicht möchten wir jetzt auch mal dahin. Ah, doch, jetzt geht was, oder? Wir reiten! So, die kommen, die. Aha, da ist jetzt eine dazugekommen. Die schicken wir dann dahin. Alle aufsitzen! Na, warte mal, dann machen wir das mal so gerade. Das müssen jetzt 8 Einheiten sein. Da sind auch alle 8, passt. Okay, und da sind wir jetzt gut am Kämpfen erstmal. Aber der Handel, der ist jetzt gerade nicht prickelnd, ne? Wie wir sehen, ne? Hm. Also der Einkäufe minus 26, Verkäufe macht 20 plus. 8 plus, ja, er macht 10 der Miese. Ivica Dimitrovic oder so ähnlich. Keine Ahnung. Hier haben wir noch einen, der miese macht. Milos Dusan. Tja, wie sind das jetzt? Die miese 1, 2, 3. Obwohl, war das nicht eben 4? Mir wird's gerade was. Keine Ahnung. Das Fenster auf ist, ändert sich aber nichts, ne? Also waren es wahrscheinlich nur 3. Okay, die greifen immer und ständig an, das passt. Die bleiben komischerweise immer und ständig stehen. Keine Ahnung warum. Alle aufsetzen! So. Und das warum nicht ein Händler und nicht eine
lustlose Truppe. Ja, gut. Hier kann man ja nichts bauen und auch nichts anklicken. Das ist dann das Pech. So, wo ist der Händler? Da. Das ist Krasimir Kravelov. Ich glaube, der war nicht einer von denen, der schlechte Geschäfte macht. Mirko Vulkovic war, glaube ich, auch nicht derjenige. Der machte schlechte Geschäfte zum Beispiel, ne? Odessa. Der. Schon unterwegs. Der soll mal. Ne, jetzt ist die Route aus. Das wollte man nicht. Los geht die Tour. Route planen war angesagt. Und da wollte ich dieses wegnehmen. Okay, dann läuft nur von da nach da, läuft, ne? Kriege ich den Homely als Startroute dahin. So, da starten, nach da. Und dann nach da. Und dann da. Genau, dieses Dreieck soll der mal jetzt laufen. Vielleicht ist es da besser. Hier konnte er ja nicht mitnehmen, ne, oder? Gut. Wer ist das? Der ist auch noch positiv. Dann müssen wir mal hier unten gucken, ob hier unten irgendwo ist. Karren sind da ja keine Männer. Nein, die haben wir schon weg. Okay. Milos, der macht auch miese. Der hat hier Antalya. Schon unterwegs. Nee, nicht schon unterwegs. Truppe, bleib lauf weiter. Ich muss das so machen. So. Nee, so war es richtig und so soll es laufen. Vielleicht sind die Strecken zu lang dann oder so. Keine Ahnung. So. Den hatten wir schon geguckt. Der war der Miesemacher. Krasimir machte jetzt auch miese ohne Ende. Keine Ahnung warum. Hier gibt es jetzt noch ein Plus, aber das noch richtig so ist. Er macht 20 miese. 25. 10. Ja, das ist jetzt schwierig, das zu entscheiden, was da gut oder was da schlecht ist gerade, ne? Wird wahrscheinlich erst wieder die Zeit nur bringen, dann zu sehen, ob das gut oder schlecht ist. Ihr habt unsere Truppen weggehauen. Aufgesessen. Ah ja, wahrscheinlich die ganze Moral erledigt, ne? Wir haben auch gerade wieder hier so ein Loch in der Kasse. 6-9. Jetzt war es mal gerade weiß zwischendurch. Wenn's reicht. Jo, da haben wir gedacht, das war eben auch schon mal wahrscheinlich. Jetzt gibt es ein bisschen Geld, aber irgendwo läuft es gerade schlecht, ne? Aber ich denke mal, wir können mal diese raushauen. Schade, Urlaub. Und diese hauen wir auch raus. Alle Mann zum Gasthof. So sollte ein bisschen Entlastung geben, dann bei den Unterhaltskosten vielleicht auch. Und dann können wir mal irgendwann Plus machen, ne? Noch einen weg oder nicht? Aber die beiden, die jetzt hier kaputt sind, sind die Reiter, ne? Aber die würde ich auch nicht wegmachen. So, geht mit den Zahlen ein bisschen hoch jetzt. Hopp, hopp. Vielleicht stellen wir die dann doch dahin. Ah, guck mal an, da sind schon welche. Okay. Alle aufsitzen! Ja, das versteht wieder keiner, warum das jetzt wieder so gut funktioniert. Im Galopp. Angreifen. Und zeigt dir jetzt so eine miese Statistik für uns an.
Hopp, hopp! Versteht wieder keiner. Die Reiterei ist gleich kaputt und keiner hilft. Ja, da ist die Einheit weg. Sparen wir wieder Geld, ne? Aber warum die jetzt nicht hier angreifen, weiß keiner. So gehen die alle flöten am Ende. Unverständlich jetzt. Okay, jetzt kriegen wir komischerweise doch die Oberhand, aber er holt noch ein paar Bogenschützen aus der Kiste. Aber wir sind standhaft. 112. Naja, wenn er so weitergeht, dann ist er gleich wieder unterlegen. Aber dann kommt wahrscheinlich gleich eine neue Truppe um die Ecke. Also wir stehen mit 113 gerade fest im Schützengraben. Okay. Ja. Jetzt gehen denen seine runter und das auch gerade zügig. Ach, das sind Fernkämpfer, deswegen geht das auch schnell runter, ne? Ja, und da ist die nächste Truppe dann gekommen, oder wie sehe ich das? Jetzt sind wir dran. Alles klar. Weil die auch nicht helfen kommen, ne? Machen wir! Versteht wieder keiner. Aber was soll's. Das ist halt Spielmechanik, ne? Es sind nur noch zwei Einheiten unten. Hm. 180.000 haben wir. Ja, dann können wir schon ausbilden, oder? Und davon zwei. Ja. Ein paar Truppen brauchen wir dann doch. Die sind ja schon standhaft noch. Sehr interessant. Wehren sich gerade gegen die anderen. Die bilden meist, aber guck mal hier, was da passiert. Wahrscheinlich sind die gerade bei den Löwen beschäftigt. Oder Bären, Bären. Das ist unsere heimliche Waffe hier. Naja, aber da können wir jetzt auch nicht ganz viel dran ändern. Wir müssen dann mal gucken, wie es in der nächsten Runde weitergeht. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.